Ist es nicht zu dunkel von der Seite? Also dann soll es nach oben strahlen, oder wie? Hm, geht. Ist es gut, das Licht? Schau, oder? Schaut ein bisschen dunkel aus, du Gesicht. Später. Das Licht sollte da sein. Ich kann das, die Lampe dort nicht bringen, nur damit. Nein, ich meine nur immer hinter der Kamera, steh. Ich finde das Licht nicht gut. Ganz ehrlich. Ich habe kein anderes Licht. So, stellen wir hier so ein bisschen weiter weg. Soll ich das Mikrofon holen? Damit der Sound besser ist. Es ist so oder so gut. 6,5 Stunden später. Hallo, meine Lieben. Herzlich willkommen zu einem neuen Food Haul von uns. Wir waren jetzt vorhin einkaufen. Heute ist Freitag. Wir haben unseren Wocheneinkauf heute erledigt. Und wir haben nur ganz, ganz wenige Sachen gekauft, weil wir tatsächlich schon vieles zu Hause hatten. Trotzdem haben wir uns überlegt, dass wir euch zeigen, was wir so eingekauft haben. Wir haben uns so wirklich nur auf die frischen Sachen, die leer gegangen sind, halt, wie sagt man? Fokussiert. Fokussiert. Und ja, haben wir gedacht, zeigen. Oder wir haben uns gedacht, wir zeigen euch das ganz schnell. Wir haben insgesamt 110 Euro ausgegeben. Wir waren beim Merkur und beim Hofer, wie immer. Das sind unsere zwei Standard-Supermärkte, wo wir immer hingehen. Und wir fangen mit Hofer an, oder? Genau. Da haben wir am meisten ausgegeben. Ja, ich würde mal sagen, wir legen gleich los. Ich zeige euch von vorne gleich bis hinten, was wir gekauft haben. Vorne sind die Naschsachen. Wir haben diesmal nur ganz wenig Naschsachen gekauft. Hauptsächlich so aus der Kühlabteilung, wie Maxi King. Unsere Kinder lieben Maxi King. Und deswegen haben wir zwei Pakete gekauft, weil da sind ja nur drei drinnen. Leckerli, wenn man schon vier Kinder hat. Dann Mischnitte haben wir auch ein Paket mitgenommen für unsere Kinder. Und Choco Fresh, diese drei nehmen wir meistens immer mit. Ja, dann haben wir hier Avocados. Avocado habe ich für den Butter gekauft. Der frühstückt das nämlich total gerne. Der macht sich so eine Guacamole und dann auf Brot. Oder auch wir zum Frühstücken, wenn wir mal so ein Rührei essen. Genau. Die Tomate. Oder mega lecker. Dip für. Ja, für Chips. Tortillas. Genau. Lecker. Lecker. Ja, ich kann zum Beispiel jetzt keinen Knoblauch vertragen, weil normalerweise eine gute Guacamole gehört Knoblauch. Aber ja, die. Der Papa und der Patrick, die essen das ganz gerne. Dann haben wir aber auch zwei Süßkartoffeln gekauft. Wir transportieren die dann immer gerne in unseren Sackerln, die wir uns gekauft haben. Süßkartoffeln, aber macht eine. Ein Bowl? Eine Bowl. Ein veganer Bowl. Ja, voll lecker. Und da darf Süßkartoffeln nicht fehlen. Also ich finde, das ist sogar noch leckerer wie normale Kartoffeln. Dann haben wir die Kinder Fruchtzwerge mitgenommen. Die mögen das total gerne in letzter Zeit. Haben wir ganz lange Zeit keine mehr gekauft, weil es keiner mehr gegessen hat. Aber so zwischendurch jetzt finden sie es wieder voll super. Dann habe ich für den Patrick ein kleines Vollkornbrot gekauft. Vollkorn-Dinkelbrot. Er mag es ganz gerne. Er ist so ein richtiger Vollkorn-Junkie. Und das ist auch ein sehr gutes Brot. Ja, kaufen wir immer nach. Dann Hirtenkäse. Das ist so ein Weichkäse. Bevor ich wohl wieder in den Kommentaren schreibe, oh nein, man darf keinen Weichkäse essen in der Schwangerschaft. Das wissen wir. Aber ich mache den total gut, also ich mache den total lecker, ich paniere den immer. Das heißt, ich schneide immer so kleine Streifen runter, also eine Scheiben. Scheibenstreifen. Paniere den dann, also in Mehl, Ei und Paniermehl, also Semmelbrösel. Und das schmeckt so, so lecker, wie so ein Schnitzel, aber nein, wie so selbstgemachte Camembert, oder? Ja. Aber du hast auch gegessen, ja, ja. Gell? Sehr, sehr lecker. Sehr lecker, müsst ihr mal ausprobieren, wirklich. Es ist ein schnell gekochtes Mittagessen. Dann haben wir für die Kinder so eine Streichwurst gekauft. Das ist so eine Leberwurst. Einfach für die Jause, für die Lunchbox. Ja, zwischendurch mal so zum Frühstücken. Was gibt es hier noch? Dann haben wir uns Hüttenkäse gekauft. Wir streiten noch, weil eigentlich habe ich mir das Natur mitgenommen und der Papa hat sich fettarm mitgenommen. Die Fragen gewinnen immer, wer sonst. Aber er diskutiert mit mir und sagt, dass er das, das umgekehrt ist, aber ist wurscht. Ich habe mir meins gekauft. Das ist meine! Weil ich das mit Sauerrahm immer esse, das habt ihr schon öfters gesehen. Ich mische das immer, Sauerrahm mit saure Sahne, sagt man in Deutschland so. Also in Österreich sagen wir Sauerrahm, ich esse das so. Und der Papa hat sich sein fettarmes mitgenommen für sein Püree. Fettarmes. Für ein Püree, weil das schmeckt total lecker. Müsst ihr mal ausprobieren. Ein Püree kochen und darunter so Hüttenkäse runtermischen. Mega lecker.
Oder auch zu Nudeln. Haben wir das auch schon öfters gegessen. Das passt sehr gut dazu, ja. Also einfach nur Nudeln kochen und das dazu mischen. Genau. Mega, ein schnelles... Anstatt die kleine Soße, einfach nur die Käse dazu geben, vermischen. Sehr perfekt. Erdbeerchen haben wir gekauft für die Lara. Es gibt ja jetzt ist nicht mehr so wirklich Erdbeersaison, aber so kleine Schälchen kann man aktuell beim Hofer noch kaufen. Und es ist auch ja, nicht so billig, ich glaube 2,50 oder für dieses kleine Ding. 300 Gramm oder so. Ja, aber die Lara, die isst das total gerne und irgendwie war der Papa gesagt, komm, ich nehme meine kleine Lara Erdbeeren, weil sie auch gestern am Abend Kirschen. Nach Kirschen gefragt hat. Genau, sie wollte Kirschen. Papa, kannst du mal wieder Kirschen kaufen? So überhaupt. Aber anstatt Kirschen haben wir Bananen gekauft. Ja. Die schauen wie Kirschen aus, aber... Schauen sie echt wie Kirschen aus? Man kann sich sie auch um die Ohren hängen, ne? Genau. Auf jeden Fall, wie ihr seht, haben wir hier zwei Strunkbananen, weil wir... kleine Affen zu Hause haben, die Kinder die verputzen so ein Ding voll schnell weg und wir essen ja auch gerne Porridge und da fehlt... Bananen darf nicht fehlen. Genau, darf die Bananen nicht fehlen, deswegen haben wir zwei mitgenommen. Sicher ist sicher. Dann habe ich mir so eine Sahne mitgenommen, also so eine Schlagsahne. Ja, Schlagsahne. Creme Cuisine heißt das. Ich habe das für mich gekauft, weil ich Grießpudding machen will und da gehört Sahne dazu, wer das weiß. Dein Popcorn hat der Papa für deine Mädels gekauft. Das kommt Wochenende, wie ihr wisst. Ja, können wir snacken. Beim Fernsehen. Und Popcorn, ja. Die Kinder lieben Popcorn. Dann die Lieblings-Cornflakes der Kinder, haben wir schon länger nicht mehr gekauft, wobei die das total gerne essen. Das ist einfach dieses Fake Lions Lucky Crisp vom Hofer und schmeckt so, den Kindern so lecker. Die essen das ganz gerne zum Frühstück, weil unsere Kinder frühstücken immer, bevor sie in die Schule gehen. Und vor allem Luisa und Lara und Michelle. Voll auf das ab. Ja, Haferflocken natürlich. Ich habe schon gesagt, wir essen gerne Porridge. Da darf Haferflocken nicht fehlen. Und ich kaufe immer die guten Haferflocken. Mal zurück zum Ursprung. Da gibt es zwei davon. Kleinblättrige und grobblättrige. Wir nehmen immer die kleinen fürs Porridge. Weil dann ist es nicht so. Ich sage beim Kochen, geht viel schneller. Ja, man kocht viel schneller und es ist für die Kinder einfach besser zum Essen. Dann haben wir zwei Pakete Orangen aufgekauft, für mich hauptsächlich, mehr oder weniger, weil ich muss ja so Eisentabletten nehmen und die muss man, sollte man besser mit Vitamin C zu sich nehmen, deswegen Orangensaft. Dann hat der Papa Karotten gekauft, ja, Karotten, gibt es nicht viel zu sagen, zum Kochen, zum Snacken, für die Lunchboxen. Dann hat der Papa zwei Paprika mitgenommen, musst du sagen, warum? Ich werde ein... Bohneneintopf wieder kochen, weil der Patrick schmeckt sehr gut, natürlich mir auch, und deswegen zwei Paprika. Ja, und wenn Paprika drin ist, dann esse ich es halt nicht, weil das ist, also ich vertrage keine Paprika. Ich weiß nicht warum, aber Paprika ist für mich der größte Ekel jetzt in der Schwangerschaft. Ich kann mir nichts Ekelhafteres vorstellen wie Paprika, wirklich. Sogar schlimmer für mich als Knoblauch und Zwiebeln. Dann hat der Papa auch rote Zwiebeln gekauft, also rote Zwiebeln müssen sein. Ich finde, manche Gerichte schmecken einfach viel besser mit roten Zwiebeln. Lorbeerblätter dürfen auch in einem Haushalt nicht fehlen, also voll viele Gerichte, also verlangen Lorbeerblätter, deswegen ist ein Gewürz, das immer bei uns zu Hause sein muss. Dann hat der Papa hier auch Küchenrollen gekauft, 6 Stück, nehmen wir immer, räumen wir da oben ein, wie ihr seht. Ich weiß nicht, ich kann seitenverkehrt nicht zeigen. So. Wir haben sie immer hier bei unserem Dunstabzug, Küchenpapier darf in einem Haushalt nicht fehlen, oder? Was sagt ihr? Ja. Also wir haben vor allem die Kinder, wenn wir mal was ausschütten oder so. Naja. Suppengemüse. Papa kauft immer Suppengemüse, weil der Papa ist ein Suppentiger, der kocht mindestens einmal, also locker die Woche. Also bei uns ist Suppe immer zu Hause. Wenn wer zu uns kommt auf Besuch, der kriegt eine Suppenschüssel. Genau. Weil das ist immer da, egal aus Tomate oder aus Hühnerfleisch oder aus Gemüse, egal. Als ich den Papa kennengelernt habe, hat er damals auch schon in seiner Jugendzeit immer einen Suppentopf im Ja, früher habe ich viel mehr gegessen, also ja, Suppen her. Und er trinkt, also er isst das gerne kalt, die Suppe. Aus der Kühlschrank. Boah, das ist ein Traum. Ja, weiter. Dann eine Bio-Gurke. Schlangengurke steht da schon. Bio-Schlangengurke. Mhm. Was hat der Zischt? Ja, also nicht wundern, weil die Frage kam auch öfter, warum ist die Gurke in Plastik? Bei uns in Österreich, ich glaube, das ist grundsätzlich so, oder? Bio-Gurken werden in Plastik eingetütet, oder? Nicht? Warum? Die machen so, keine Ahnung. Die machen so. Ich habe aber gehört, dass es aus dem Grund ist, damit sie sich das nicht berühren, weil die anderen, die Pestizide haben, wenn die das berühren, dann nehmen die das auf. Aber das schmeckt tatsächlich, den der Folie schmeckt viel besser und vom Geschmack her intensiver als die, die nicht verpackt sind.
Ja, also, ja. Komisch. Dann habe ich für die Kinder nochmal Pudding gekauft, und zwar Toppi. Das essen die ganz gerne. Das ist so ein Monte-Fake, also so Danone Monte. Dann Gouda-Käse. Papa liebt Gouda-Käse, deswegen kauft er den immer. Für mich ist es einfach ein Käse, der keinen Geschmack hat. Na, das ist das Beste, was gibt. Die anderen sind zu intensiv. Nein, also für Geschmäcker, ne? Da gibt es Diskussionen. Dann hat der Papa Faschiertes gekauft. Er möchte nämlich heute kleine faschierte Bällchen machen, braten. Und dazu braucht man natürlich Faschiertes. Bei uns ist so, also wir kaufen Faschiertes immer frisch, weil, also immer frisch, damit meine ich, dass wir, wenn wir wissen, wir kochen es heute, wir kaufen es dann heute. Aber Faschiertes kann man echt in die Hose greifen. Zweimal extra Wurst oder Fleischwurst oder Pariser, wie man auch sagt. Für die Lunchboxen für die Kinder, also das sind dann die Scheiben, dann machen wir Brote damit. Und für mich Käse, ich habe mir den mitgenommen. Mein Lieblingskäse ist dieser Almbaron. Seitdem ich den entdeckt habe, gibt es nichts Besseres. Ich kaufe nur mehr den. Dann habe ich einen Lachs gekauft, einen Röcherlachs, weil ich möchte, ich habe so einen Blätterteig im Kühlschrank und den möchte ich so mit Frischkäse beschmieren. Da ist er. Brunch, Frischkäse. Und dann mache ich dann so kleine Schnecken draus, also da kommt dann Lachs drüber, das wird dann eingerollt und so abgeschnitten und so ausgebacken und schmeckt so lecker. Dann Kaffee. Wir haben ja immer, wir haben also unsere Vollautomatmaschine, dafür brauchen wir ganze Bohnen, deswegen kaufen wir den vom Hofer, der riecht ganz lecker, also der schmeckt doch ganz lecker. Der ist so hier musst du. Sehr lecker. Dann haben wir Tomaten gekauft. Wir mögen Tomaten sehr gerne, deswegen haben wir mehrere gekauft. Einmal hier Midi-Tomaten, also die mittlere. Die gibt es bei uns ja meistens zum Frühstück, zum Snacken. Schneidet der Papa die dann gerne auf. Dann hat er auch noch Cherry-Tomaten gekauft. Die sind mehr für die Lunchboxen der Kinder. Die sind sehr praktisch, weil die sehr klein sind und dann kann man sie gut einpacken. Und dann hat er aber auch noch große Tomaten gekauft. Für Salat. Für Salat, ja. Dann Snackgurken, auch für die Kinder, für die Lunchboxen. Da nehme ich gerne diese Snackgurken, die sind aber super praktisch und schmecken sehr, sehr lecker. Und ja, was Neues haben wir bisher noch nie gekauft, schon öfters gesehen, aber noch nie gekauft. Und zwar sind das diese Kiwi-Bären, kennt ihr die? Das sind so, ja, schon aus wie Mini-Kiwis, aber ohne Haare. Und ja, ich sage ja keine Haare drauf, oder? Rasierte Kiwis. Schaut aber süß aus, oder? Mini rasierte Kiwis. Okay. So kann man es aussehen. Habt ihr schon mal Kiwi-Bären gegessen? Ich habe gehört, sie sollen ganz lecker schmecken, wie Kiwis. Aber ich bin gespannt. Dann Eier. Ja. Ja, wir haben zwar selber ganz viele Hennen, aber die legen aktuell so variabel Eier. Mal hier die nicht, da nicht. Und ja, und deswegen kommen wir nie auf diese Menge, die wir, wir brauchen das oft zum Backen oder zum Frühstücken oder was weiß ich. Und deswegen kaufen wir immer welche nach, aber wir kaufen immer gute. Also, wir kaufen immer diese von den freilaufenden Hühnern, ja. Also keine Bodenhaltung. Kosten echt viel. Also, das sind die teuersten Hühner. Kängurus. Eier. Dann hat der Baba Zucchinis gekauft. Der Baba mag nämlich... Zucchini-Spaghetti! Heißen Zudels, oder? Zudels? Heißen die Zudels? Ich kenne die Serie nicht. Auf jeden Fall, ja, Patrick und der Baba, die lieben diese... Es gibt so ein veganes Gericht mit Spaghetti... Zucchini-Spaghetti ist halt. Genau. Hofer ist fertig, also für diesen Einkauf habt ihr gesehen. 80 Euro. Haben wir 80 Euro ausgegeben. Und jetzt kommt noch Merkur. Also, wir haben hier so unser Lieblingstoastbrot. Wir kaufen sie immer beim Merkur. Also beim Hofer gibt es auch Toastbrot, aber nur beim Merkur gibt es dieses gute Toastbrot. Das ist nämlich so soft und sehr groß und man kann damit gut Brote schmieren. Und die Kinder essen es einfach total gerne, weil unsere Kinder mögen ja keine Rinde und da lieben sie dieses Toastbrot. Mit dem machen wir auch diese Pizza, gell? Ja, stimmt. Müsst ihr unbedingt mein Lunchbox-Video anschauen. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, da habe ich auch mit diesen Broten super leckere Pizzen gemacht. Das schmeckt wirklich wie Pizza. Viel besser als Pizza. Und es geht in 5 Minuten und man kann es den Kindern zur Lunchbox einpacken oder auch so. Dann haben wir für die Doggos auch was gekauft. Und zwar, wir kaufen ihnen immer von Merkur diese Rinderknochen. Da ist so... Rindfleischknochen, das ist, nutzen die meisten wahrscheinlich zum Suppe kochen. Aber wir geben es halt den Hunden so für zwischendurch. Was Rohes darf es ja mal sein. Und die fahren da voll auf. Da hat jeder so einen Knochen und ist damit mega beschäftigt und so ruhig und brav, gell?
Dann, wie immer natürlich, Sojaschnetzel. Also immer, wenn wir das darf nicht mehr von zu Hause fehlen. Wenn wir zu Merkur gehen, darf Sojaschnetzel nicht fehlen, weil das essen die total gerne, vor allem der Patrick. Der Baba hat auch ein Video dazu gemacht, weil voll viele wollten wissen, wie bereitet ihr das zu? Es gibt ein Video dazu. Ich werde es euch unten in der Infobox verlinken. Schaut mal rüber. Baba postet so jede Woche ein Kochvideo und dazu gibt es ein leckeres Rezept. Dann Salamistangen, also diese Klapperstangen, was wir immer mitnehmen. Die Kinder haben das total gerne. Also entweder für zwischendurch, wenn wir mal kurz einen Ausflug machen, nehmen wir die. Oder für die auch. Dann die Lieblingschips der Kleinen, unsere Kleinen, zwei Luisa und Lara. Das sind so kleine Känguru-Chips. Kennt ihr vielleicht? Ich kenne das auch aus meiner Kindheit. Ich habe sie geliebt. Mir schmecken die auch eigentlich. Für mich auch. Das sind so kleine Kängurus, die schmecken nach Paprika-Chips. Und die sind so zartig. Das sind nicht so hart wie normale Chips. Gell? Dann die Lieblingsmilch der Kinder. Haben wir noch zwei nachgekauft. Haselnuss Alpro. Die mögen die total gerne. Also unsere Kinder trinken ja keine normale Vollmilch. Und deswegen zu Cornflakes oder zu Porridge oder zu was auch immer. Kakao gibt es nur mit der. Und die schmeckt wirklich sehr lecker. Also diese Haselnussmilch. Nein, hat wirklich kein Bedürfnis mehr auf normale. Genau. Dann auch den Lieblingshummus, den kaufe ich gerne wenn wir bei Merkur, weil ja diese Marke Daily Dip gibt es halt beim Hofer nicht. Und das ist ein echt leckerer Hummus. Den mögen unsere Kinder, also Patrick und Michelle, ganz gerne. Deswegen kaufe ich den von dort immer. Ja, bei Merkur holen wir uns halt die Sachen, die es beim Hofer nicht gibt. Dann haben wir noch ein Sonnenblumenöl gekauft. 2 Liter, ja. Darf bei uns nicht fehlen. Wir kochen, braten. Und nutzen das halt für alle Sachen, außer für Salate, da nutzen wir immer Olivenöl und machen das Dressing mit Olivenöl, oder? Genau. Dann auch Dill, also Gewürz, also Kräuter, weil der Papa macht ja faschiertes, also diese faschierten Leibchen oder Hackbällchen, wie auch immer. Und in dem Rezept vom Rumänischen ist halt Dill drinnen und Knoblauch. Und im Österreichischen ist Petersilie und Zwiebel. Ach so? Ja. Total verkehrt. Okay. Anders, also genau diese zwei. Sonst ist alles gleich, aber diese zwei Sachen sind anders. Dann habe ich noch bei Merkur diese leckere Wurst genommen. Ich mag das total gerne, diese Wurst immer in diesen Papierpäckchen. Ich weiß nicht, ich bin da immer so, oh, ich kann da nicht dran vorbeigehen. Hab da einmal Bergfreund mitgenommen, das ist so eine Wiener Wurst. Und dann einmal eine Kantwurst, das ist so eine Salami. Steht auch Kant Salami. Und ich fand das so cool, das ist jetzt ein neues System, die packen das in kleineren Mengen ab. Und das ist dann. Kann nicht mal so schnell eintrocknen. Finde ich dann cool. Und bei uns ist die Michelle die Salami-Esserin und für sie habe ich das mitgenommen. Für ihre Lunchboxen dann. Und dann noch eine extra Wurst, also eine Fleischwurst, wie man sagt bei euch in Deutschland. Ich sage das jetzt immer gerne in zwei Begriffen, weil da haben voll viele nicht gewusst, was ist denn eine extra Wurst? Voll witzig. Ja, wir nehmen dann halt immer so eine. Wie sagt man? So eine Stange. Weil unsere Kinder mögen das ganz gerne, wenn wir da so Scheiben davon schneiden und die snacken das so ohne Brot und ab und zu dann in die Lunchbox kommt das rein oder so zum Frühstücken. Und noch ein Vollkornweizenmehl habe ich auch gekauft, also ein Bio-Vollkornmehl. Ich wollte dem Patrick nämlich ein Vollkornbrot backen. Ich habe ja hinten meine Monsieur Cousine. Und mit der, da drinnen sind echt gute Brotrezepte drinnen. Also das sieht man nicht wegen dem Bauch. Wegen der, also diese Lidl-Maschine halt, Lidl-Thermomix. Und ja, da werde ich das Brot drin backen. Und das war es jetzt eigentlich schon. Beim Merkur haben wir 35 Euro ausgegeben. Ja, also ihr seht insgesamt 110 Euro. 115, oder? Ja, genau, 115 Euro. 115 Euro, ja. Und es sind halt nur frische Sachen, wie Sachen, die wir für die Brotboxen der Kinder brauchen für die Schule oder halt Gemüse, dies, das, was halt für die nächste 2 Tage genau, zu kochen. Sowas wie Nudeln und passierte Tomaten, Reis, diverse andere Sachen, Bohnen haben wir in Unmengen da. Ja. In unserem Standard, also Basis ist da, wir brauchen nur dann die frischen Sachen, genau. Und ich glaube einmal im Monat geben wir dann schon 200 Euro. Ja, schon ein bisschen mehr als 200, 250. Genau. Wenn wir dann die Sachen auch einkaufen müssen, die leer gegangen sind, aber ja, diesmal sind wir gut davon gekommen. Gut, meine Lieben, das war's jetzt mit dem Fußball. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, schreibt mal unten in die Kommentare, wie viel gebt ihr denn so in der Woche für eure Familie aus. Aber schreibt natürlich dazu,
wie groß eure Familie ist. Ja, weil sonst kann man es ja nicht nachvollziehen. Die geben 500 Euro im Monat aus, ich bin aber alleine. Ja, es gibt Leute, die natürlich mehr, es kommt natürlich aufs Land drauf an, ne? Es gibt Leute, die in der Schweiz wohnen, da weiß ich, dass die auch viel, viel mehr fürs Essen ausgeben, aber in Österreich ist dann auch mehr, weil kostet es glaube ich auch ein bisschen mehr, in Deutschland ist es ein bisschen billiger. Ja, also lasst es uns gerne wissen, was ihr so ausgebt und danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye, bye. Tschüss.